Alexander. Grüß dich. Hallo. Schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Gerne. Ein großer Tag. Morgen, 26. Mai, Tag der Wahl. Was ist dein Resümee über die gesamte Zeit? Ja, morgen ist die Wahl. Wir hatten einen schwierigen Wahlkampf, einen anstrengenden Wahlkampf. Bei 5 Kandidaten kann man sich vorstellen, wir haben uns nichts geschenkt. Wir waren fleißig, haben unsere Aufgaben gemacht und ja, morgen kommt es drauf an. Sehr schön. Wie geht's dir allgemein mit der ganzen Geschichte Wahl? Ich meine, als Bürgermeister hat man ja schon eigentlich sein Aufgabenportfolio jeden Tag abzuleisten. Jetzt kommt zusätzlich noch der Wahlkampf. Wie hast du das unter einen Hut gebracht? Ja, das war natürlich teilweise nicht ganz einfach, aber dann musste das halt eingetaktet werden nach Feierabend oder am Wochenende dann. 6 Jahre Bürgermeister, 6 Jahre viel, viel Arbeit für die Stadt. Was war eine positive Begebenheit aus deiner Amtszeit, an die du dich heute noch gerne zurückerinnerst? Ja, da gibt es viele, viele, viele kleine Geschichten, viele große Geschichten, die ich also auf dem Weg erleben durfte. Also woran ich mich natürlich sehr gern erinnere, ist also auch die Ausstellung Körperwelten zum Beispiel, die wir nach Greiz holen konnten. Wenn ich dran denke, an den ersten Besuch bei Gunter von Hagens in Guben. Du warst ja damals auch mit vor Ort gewesen. Und außerdem Michael Czavenka. Und ja, viel zu verdanken haben wir in dem Zusammenhang auch seinen Schwestern Sunhild Matern und Sigrid Liebchen, die natürlich, ich sag mal, hier stark vermittelt haben. Und das hat schon Spaß gemacht. Also auch diese geheimen Treffen im Vorfeld mit Gunter. Und daraus ist also auch so ein bisschen wie eine Freundschaft erwachsen und dass wir das tatsächlich geschafft haben, die Ausstellung 2020 nach Greiz zu bekommen mit über 120.000 Besuchern. Absoluter Rekord für die Stadt Greiz. Das ist schon ein schöner Erfolg. Und wenn ich daran denke, was haben wir uns alles für Location angeschaut, Vogtlandhalle, Schloss und so weiter und so fort. Und dann irgendwann mal Sonntag früh kam mir die Idee mit der Eisbahn. Und wie gesagt, das alles andere ist Geschichte. Mittlerweile ist Gunter von Hagens unser Ehrenbürger in der Stadt Greiz. Und das hat mir schon viel Spaß gemacht und macht mich auch stolz. Auf jeden Fall. Also wenn ich an die Zeit zurückdenke, das war sehr spannend in Guben. Erinnere mich noch an die Geschichte, als wir den Kakteenraum gezeigt bekommen haben, wo er sagte, und jetzt zeige ich euch mein Hobby. Und dann war es einfach dunkel und man sah nur so eine Umrandung von dem Licht. Genau. Und wir dachten alle, um Gottes Willen, wo kommen wir jetzt rein? Und dann standen dort einfach nur die Kakteen. Sehr schöne Geschichte gewesen. Wo würdest du, kommen wir mal zur Stadt allgemein, schauen wir einen kleinen Blick in die Zukunft. Das Wahlkampfmotto war gemeinsam Richtung Zukunft. Wo siehst du die Stadt in 10 Jahren? Ja, ich sehe die Stadt in 10 Jahren, in dem die Infrastruktur noch besser wird. Die Häuser alle schön renoviert sind. Eine Stadt, in der es sich lohnt zu leben oder die lebenswert ist für alle Generationen. Das ist das, was ich mir wünsche. Und natürlich wünsche ich mir, dass wir alles erhalten können, was unsere Stadt ausmacht, auch die Freizeitmöglichkeiten, ob das das Tiergehege in Waldhaus ist, ob das aber auch die Vogtlandhalle, die Schwimmhalle, ob das der Greizer Park ist, alles, was unsere Stadt lebenswert macht, das Kino, der Bäderkomplex, also alles diese Sachen, wo ich sage, hier ist es schön zu leben und gibt es ein intaktes Vereinsleben. Und ich sage mal, das würde ich mir wünschen, dass die Stadt das also auch in 10 Jahren noch ist und das Ganze vielleicht noch ein bisschen verbessert. Im Hinblick auf die Probleme, ich sage nur die überregionalen Probleme, die alle Städte haben, Demografie. Wir wurden jetzt letztens als ältester Landkreis von Greiz ausgerufen. Wo siehst du da neben den Schwierigkeiten, die das bringt, auch die Perspektiven für Greiz, die positiven? Ja, wir haben seit 2019 haben wir den
Babyempfang in Greiz etabliert. Und das macht sehr, sehr viel Spaß, die jungen Greizer mit ihren Familien zu begrüßen. Und darum entstanden ist noch ein sehr, sehr großes Familien- und Vereinsfest, was viel, viel Spaß macht. Und ich nehme dort also schon wahr, dass also die Greizer gern in ihrer Stadt leben, in ihrer Heimat leben. Und ich erlebe das also auch immer wieder, ob das jetzt Klassentreffen sind oder ehemalige Greizer, die unsere Stadt besuchen, dass die sich also schon sehr, sehr, viel, sehr, sehr wohlfühlen und dies also auch zurückverschlägt in die Heimat, wenn die Rahmenbedingungen passen. Und daran wollen wir arbeiten, indem wir sagen, wir schaffen neue Arbeitsplätze, qualifizierte Arbeitskräfte, Plätze und dann gibt es vielleicht auch den einen oder anderen, der also wieder zurückzieht. Genau, Punkt hin, zurückziehen ist ein gutes Stichwort. Da kommen wir später nochmal drauf. Du bist der Chef der Verwaltung von Greiz, viele, viele Mitarbeiter. Wir haben jetzt natürlich die Digitalisierung in 10 Jahren. Man kann sich vorstellen, dass vielleicht viele von den Prozessen auch sich verändern werden, viele von den Kollegen auch in Rente gehen. Thema Digitalisierung, Zukunft der Verwaltung, wo siehst du da vielleicht Potenziale, die es zu erschließen gibt? Ja, das ist ein guter Hinweis. Also der Bürgermeister ist also nicht nur da, um Hände zu schütteln oder Fotos zu schießen, sondern der Bürgermeister der Stadt Greiz ist also auch der Chef der Verwaltung mit über 200 Beschäftigten. Und hier kann man sich vorstellen, dass also auch hier in den letzten Jahren ein riesen Generationenwandel stattgefunden hat und auch stattfinden wird. Und hier ist es also tagtäglich also auch eine Herausforderung, ja, geeignetes Personal, neues Personal auch zu finden für die Herausforderungen für die Zukunft. Ne? Das Thema Digitalisierung spielt natürlich eine wesentliche Rolle. Ich bin da auch dankbar, dass wir gemeinsam mit dem Landkreis Greiz, aber auch mit den Gemeinden Molsdorf, Langwetzendorf, der Stadt Weida, mit der Verwaltungsgemeinschaft in Seligenstädt, dass wir da hier eine Kooperation haben, wo wir uns eben gut austauschen und das Ganze dann also auch entsprechend als interkommunale Zusammenarbeit gefördert ist. Und da können wir gut aufeinander aufbauen und da sehe ich uns auf einem sehr, sehr guten Weg. Genau, das Rathaus ist ja dann auch saniert, hoffentlich in den 10 Jahren. Und jetzt erinnere ich mich noch an eine lustige Begebenheit, wovon viele Greizer vielleicht auch nichts wissen, aber wir hatten ja damals hohen Besuch, damals noch vom Bundesfinanzminister, vielleicht kannst du dich daran erinnern, als er mit dir zusammen durchs alte Rathaus gegangen ist und du ihm auch die Flecken an der Decke gezeigt hast, wir können das ja auch mal kurz einblenden. Hast du ihn dann nochmal gesehen, hast du ihn nochmal darauf angesprochen als Bürgermeister und dann als Kanzler der Bundesrepublik Deutschland, Olaf Scholz? Also ich hatte tatsächlich, also ich kann mich sehr gut erinnern an diesen Besuch und was natürlich also auch damit dann alles verbunden ist, das kann man sich ja alles gar nicht vorstellen. Also das geht los bei Security und so weiter und so fort, also was da für ein Auflauf damals war. Und ich kann mich erinnern, dass zur selben Zeit also auch der Ausschuss getagt hat und wo ich ihn dann also auch gebeten habe, ob er dort nicht einfach mal Hallo sagt, was er natürlich auch gemacht hat. Aber nicht nur er, auch der Ministerpräsident war da gewesen. Auch ihm haben wir natürlich die Bauschäden gezeigt und dieses stark veraltete Rathaus ganz einfach mit seinen schlechten Arbeitsbedingungen, nicht eingehaltenen Arbeitsstättenrichtlinien. Mhm. Und also alle waren stets verwundert und haben versucht, Hilfe zuzusagen. Und das ist uns ja dann später auch gelungen über die Städtebauförderung, dass wir hier entsprechende Fördermittel einwerben konnten, um das Rathaus wirklich zu sanieren. Hast du ihn, Olaf Scholz, dann später nochmal gesehen? Konnte er sich daran erinnern, an den Besuch in Greiz? Also es gab tatsächlich... Also es gab tatsächlich dann nochmal ein Treffen mit Olaf Scholz am Rande einer Tagung und ich hatte jetzt also nicht den Eindruck, dass er sich also explizit an den Besuch im Greizer Rathaus erinnern konnte, aber das, ich sag mal, da war auch einfach nicht der Rahmen dafür da. Ja.
Aber was ich sehr positiv in Erinnerung habe, dass ich tatsächlich den Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier getroffen habe und der konnte sich sehr wohl erinnern an die Reihe Prominente im Gespräch und dass er hier in Greiz, also in der Stadtkirche, damals zu einem Vortrag war und hat das sehr positiv in Erinnerung gehabt. Bleiben wir bei einem negativen Punkt. Viele sagen Kritik, da bist du resistent, du kannst nicht über Fehler reden und weichst dann aus. Wo würdest du sagen, in den letzten 6 Jahren gab es vielleicht Dinge, die nicht so gut gelaufen sind, vielleicht auch Schwierigkeiten, die jetzt gar nicht mit dir unbedingt was zu tun hatten, aber die einfach nicht so optimal gelaufen sind? Ich muss sagen, ich komme aus der freien Wirtschaft, also war Chef einer Krankenkasse mit vielen Mitarbeitern, hatte also auch nicht diese politische Erfahrung, die vielleicht also in so einem Amt natürlich auch geboten ist. Ich bin zwar seit 10 Jahren Ortsteilbürgermeister, aber wann man eine Information, die man vielleicht hat, am besten rausplautzt, das war für mich also auch eine Erfahrung, die ich einfach machen musste. Ne? Als Beispiel, wir hatten eine Kostenschätzung, ne, für einen Kindergartenumbau, ne, der Kita Freundschaft und mit ganz tollen Anbau und so weiter und so fort. Ne? Und da sind wir davon ausgegangen, dass uns dieser Umbau 1,5 Millionen Euro kosten wird. Und da war ich sehr stolz und fand es also auch machbar und fand es ein tolles Projekt, dass wir jetzt am Ende bei 4 Millionen Kosten Berechnung sind und dass wir nur noch im Bestand sanieren können ohne diesen markanten Anbau, das konnte ich mir also auch nicht vorstellen. Und da war es vielleicht zu früh, mit diesem Planentwurf an die Öffentlichkeit zu gehen. Und das ist immer eben diese Abwägung, die man halt einfach treffen muss. Wann ist die Information reif? Ne? Ohne dass man dann darauf auch festgenagelt wird. Ne? Also das ist ein Thema, wo ich sage, da muss man oftmals noch ein bisschen mehr drauf rumdenken und vielleicht also auch manche, ja, ich sag mal, vielleicht auch gute Informationen noch ein bisschen zurückhalten und eben die einzelnen Planungsstufen einfach abwarten. Thema Gesellschaft, Thema Probleme in den letzten 6 Jahren. Wir hatten ja jetzt drei riesengroße Dinge, die natürlich auch Greiz als Gesellschaft belastet haben. Thema Corona-Pandemie, Thema Inflation, Thema Krieg in der Ukraine. Wo gab es da in den letzten Jahren Dinge, die dich selber auch belastet haben, wo du sagst, das war nicht abzusehen? Wie hätte ich da anders reagieren sollen, wo man heute vielleicht sagen können, ja, das ist einfach gesagt, wo deine Kritiker dich gerne drauf festnageln. Ja, die Corona-Zeit war natürlich sehr, 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 sehr anstrengend. Also auch für mich als Verwaltungsspitze ganz einfach den Betrieb am Laufen zu halten. Man muss sich vorstellen, wir haben die über 100 Kindergärtnerinnen. Ne? Also auch hier waren ja erhebliche Einschnitte in der Kindertagesbetreuung, die halt umgesetzt werden mussten. Und also auch mit dem Personal, ja, der Umgang mit den Räten, mit den Ausschüssen, das war natürlich alles anders, alles neu. Und wir waren natürlich angehalten, es gab also klare Verordnungen vom Land, die also unmissverständlich umgesetzt werden mussten. Ich selber hatte dreimal tatsächlich Corona gehabt und ja, ich muss sagen, ich habe mich immer dafür eingesetzt, dass die Testkapazitäten hochgefahren werden in der Stadt. Das haben wir gut geschafft, damit die Leute in diesem Zeitraum dann also auch ihrer Arbeit nachgehen konnten, wo es halt vom Gesetzgeber halt gefordert war, dass das also nur mit Test möglich ist. Wir haben uns natürlich auch für mehr Impfkapazitäten in der Stadt eingesetzt und haben hier Räume kostenlos zur Verfügung gestellt. Und ich muss sagen, wenn ich an die Zeit denke, also ich hatte damals einen Anruf bekommen, wo eben, ja, ich sag mal, die Frage gestellt wurde, ob wir uns vorstellen können, ja, die Eisbahn hochzufahren, um vielleicht also auch hier Särge zu lagern. Also ich sage, wenn Sie so einen Anruf bekommen,
vom Katastrophenstab. Ich sag mal dann die Bilder noch aus Bergamo, wenn die waren mir damals, also waren ja auch ganz frisch, also dann wird es einem schon anders. Ne? Ja, was Sie vielleicht also auch noch ansprechen, die Corona-Proteste und damals, also die Zeit, ja, wo es auf der Brücke damals auf einmal Wasserwerfer aufgefahren wurden. Ja, ich sage jetzt mal, das war schon eine Herausforderung, Da das muss ich ganz ehrlich sagen. wurde dir ja auch nachgesagt, du hättest das irgendwie verhindern können oder du hättest die gerufen, den Wasserwerfer. Also das ist ja dann durch die sozialen Medien so geschlichen. Vielleicht kannst du da noch irgendwie was dazu sagen. Also es ist natürlich völliger Quatsch, ne? Also ich war genauso überrascht davon, weil Wasserwerfer in Greiz, ne? Also sowas kennt man aus Berlin oder in Hamburg, aus dem Schanzenviertel, dass dort vielleicht mal Wasserwerfer zum Einsatz kommen. Er kam ja nicht zum Einsatz in Greiz, sondern war aber auf jeden Fall allgegenwärtig. Und ich muss sagen, ich habe also im Nachgang dieses Einsatzes mich beschwert, also auch beim Innenminister Meyer, der mich dann also auch weiter verwiesen hat an den Diensthabenden, der diesen Einsatz veranlasst Geleitet. hat, ne? Der den damals entschieden hat, dass der Einsatz in Greiz stattfindet. Und dort habe ich also ganz klar zur Antwort bekommen, dass ich also gar nicht sein Ansprechpartner bin. Also das ist so, was wird im Vorfeld nicht abgestimmt, ne? Und wenn dann eher noch mit der Kreisverwaltung, also mit dem Landratsamt, die Stadt ist dort eigentlich raus. Die Frage ist halt folgende: Würdest du dem Ganzen zustimmen, dass Greiz schon dann dadurch auch gespalten wurde, genauso wie das auch in vielen anderen Städten der Fall war, dass die Gesellschaft, die Familien untereinander sich teilweise nicht mehr in die Augen schauen können, weil jeder eine andere Meinung vielleicht zu diesem Impfthema hat? Dein Thema, was du im Wahlkampf hattest, war für ein neues Miteinander und die Fraktion heißt Gemeinsam für Greiz. Wo siehst du da vielleicht Potenzial, wo man sagen könnte, in der nächsten Amtszeit könnte man auch wie so eine Art Versöhner vielleicht unter den Stadträten oder auch in der Gesellschaft allgemein fungieren? Ja, also ich bin immer offen. Ich habe regelmäßige monatliche Bürgersprechstunden eingeführt in meiner Amtszeit und bin also auch so für die Bürger ansprechbar. Natürlich habe ich das auch selber erlebt, auch in der eigenen Familie oder im Freundeskreis, sagen wir es so, wo es natürlich dort unterschiedliche Auffassungen gab. Aber ich muss sagen, ich habe also auch wirklich konkrete Beispiele aus dem Freundeskreis, aber auch aus dem Arbeitsumfeld, wo ich, ja, wo es, also ich sag mal, ich möchte es nicht verharmlosen. Ja? Also hier gibt es wirklich Fälle, die zum Tod geführt haben, also aus meinem engsten Arbeitsumfeld, wo Kollegen wochenlang im Koma lagen. Also ich sag mal, das gehört auch zur Wahrheit. Also grundlegend würdest du sagen, dass es natürlich auch viele Dinge gab, die man heute vielleicht anders sehen kann im Rückblick. Was man damals vielleicht aber auch in der Zeit geschuldet, mit den Informationen, die du damals zur Verfügung hattest, einfach auch als Sicherheit für die Stadt und in dem Interesse der Stadt, dass du da gehandelt hast. Also ich denke schon, dass ich im Interesse der Stadt gehandelt habe und mich also auch klar dort an die Verordnungen, die wir also aus den Ämtern vom Land bekommen haben, natürlich gehalten habe und habe das aber auch eng abgestimmt mit unseren Mitarbeiterinnen oder mit unseren Mitarbeitern im Führungsteam. Also da gibt es also auch kein Gewackel. Kritiker behaupten, du hättest einen Prunkbau bauen lassen oder lässt ihn gerade bauen, aber für Greizer Straßen fehlt das Geld. Was sagst du dazu? Ja, das ist schwierig, das Ganze zu differenzieren. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Also wir haben das Glück, dass das altehrwürdige Rathaus in der Förderkulisse steht. Also das steht in der Altstadt und somit können wir hier also auf die Städtebaufördermittel zugreifen und haben hier also nur einen geringen Eigenanteil.
Wir haben in den letzten Jahren regelmäßig Baustellen, Führungen durchgeführt, zuletzt jetzt am 4. Mai zum Tag der Städtebauförderung war also auch wieder ein reger Andrang und wir haben da kein Geheimnis draus gemacht. Wer sich das mal anschauen möchte, ich empfehle das wirklich, vom Keller bis zum Dach alles marode, Aufputzleitungen. Ja, wir haben jetzt hier moderne Leitungen gezogen, damit, ja, ich sage jetzt mal auch, die Digitalisierung vorangehen kann. Aber viel wichtiger war eben die Nichteinhaltung der Arbeitsstättenrichtlinien. Ne? Das also funktioniert jetzt. Aber wir hatten Schwammbefall im Dach, wir hatten Salpeter in den Wänden, also eine Riesenkatastrophe. Und wie gesagt, da haben wir nie einen Hehl draus gemacht. Wir haben immer die Presse mitgenommen, wir haben die Bürger mitgenommen, wir haben unsere Ausschüsse mitgenommen, unseren Bauausschuss. Und die konnten sich also jederzeit davon überzeugen, dass das hier dringend Handlungsbedarf war. Und ja, jetzt sind wir ausgezogen. Das hat sich gut angeboten mit dem Ersatzquartier im Marstall. Und hoffen jetzt, dass wir dieses Jahr wieder zurückziehen können und dann dort eine motivierte, bürgernahe Verwaltung vorfinden können. Einer deiner Mitbewerber kritisiert, dass du ein Einkaufstempel, ein Einkaufszentrum mitten in die Innenstadt stellen willst und damit den Handeltreibenden, den Einzelhändlern in der Stadt, den kleinen Geschäften den Garaus machen möchtest. Was sagst du diesen Kritikern? Ja, also die Idee von der Marstallbebauung ist ja nicht neu. Also die gibt es seit vielen, vielen Jahren. Und hier gibt es ja entsprechende Einzelhandelskonzepte. Übrigens ist in meiner Amtszeit gleich 2018 das alte Einzelhandelskonzept von 2009 neu vorgestellt worden und oder neu in Auftrag gegeben worden, mit den Bürgern diskutiert worden, mit den Stadträten diskutiert worden und also auch neu beschlossen worden. Und hier sagt man eben, dass dieser ja, zentrumsferne Handel, also wie Kaufland, sowas würde man also heute nicht mehr machen. Man würde eben den Handel in die Innenstadt bringen, um die Innenstadt natürlich auch zu beleben und um Gottes Willen, es liegt jedem fern, den kleinen Einzelhandel hier in die Knie zu zwingen, sondern hier geht es ja darum, eben dass Anbieter wie zum Beispiel der Rewe, aber eben auch der Aldi oder der DM auf den jetzigen Flächen, wo sie tätig sind, eben unzufrieden sind mit den Rahmenbedingungen und sich eben nach Entwicklungsmöglichkeiten sehen und deshalb eben diesen Standort bevorzugen. Und genau. 2018 warst du ein Neuling im Amt des Bürgermeisters. Was würdest du den Bewerbern für das Amt des Bürgermeisters mit auf den Weg geben, wenn du jetzt morgen nicht gewählt werden würdest? Ja, mein Vorgänger hat nicht viel gesagt. Ne? Ich kann mich erinnern, es lag ein großer Schlüsselbund auf dem Tisch und wir haben im Vorfeld uns schon das eine oder andere Mal getroffen und haben ein paar laufende Dinge besprochen. Das würde ich sicherlich wieder tun, ne? Oder würde ich genauso tun. Und ja, es gibt viel zu tun. Also es ist ein sehr ausfüllendes Amt, das muss ich sagen. Das ist auch nichts getan mit einem 10-Stunden-Tag. Also das ist wirklich, kann man sagen, rollende Woche. Und es sind nicht nur die Termine, wo man sagt, ja, hier muss man mal präsent sein, hier ist eine Veranstaltung, sondern es ist Verwaltung. Es sind Mitarbeiter, das sind die wollen qualifiziert werden, die werden krank, die hören auf, die beginnen neu. Also die komplette Bandbreite ist eigentlich da und hier muss man sich jedes Mal neu drauf einstellen. Und dazu kommen natürlich also auch noch die ganzen Tätigkeiten in den Ausschüssen, ob es der Kulturausschuss ist, der Hauptausschuss ist, der Stadtrat ist, was alles vorbereitet werden soll. Aber dazu kommen also auch noch die ganzen Ehrenämter, wo man sagt, Verbandsvorsitzender Zweckverband Tarek, Verbandsvorsteher Gewässerunterhaltungsverband.
Es ist der Aufsichtsrat der Energieversorgung, es ist der Aufsichtsrat der Greizer Freizeit- und Dienstleistungs GmbH, es ist der Aufsichtsrat der GEWOG, es ist der Aufsichtsrat der Pflegeheim GmbH und der Seniorenwohnanlage und sicherlich habe ich noch viele vergessen, wo man überall vorsteht und eben Entscheidungen treffen muss. Na? Ja. Und vielleicht nochmal zu diesem Einzelhandelskonzept, wenn das hier an der Stelle noch passt, das fällt mir gerade noch so ein. Also das wurde damals mehrheitlich beschlossen, ne, durch den Stadtrat 2018, 2019. Also es gibt ein Einzelhandelskonzept, ne, und was natürlich wissenschaftlich belegt ist und auch jederzeit nachlesbar ist. Jetzt gab es in den letzten Jahren im Stadtrat, die Wahl findet ja morgen auch statt, viele Diskrepanzen, wo man sagt, manche Fraktionen waren einfach immer kontinuierlich einer anderen Meinung, egal um was es ging. Dein Wahlkampfmotto war 2018 für ein neues Miteinander, das Miteinander auch im Stadtrat. Würdest du sagen, das ist gescheitert? Das würde ich nicht sagen. Unsere Beschlüsse sind meist mehrheitsfähig, auch beschlossen worden. Dass sich einzelne Stadtratsmitglieder oder einzelne Fraktionen dem verwehren, das gehört zur Demokratie, denke ich, dazu. Nichtsdestotrotz kann ich es manchmal eben nicht nachvollziehen, wenn ich zum Beispiel einen Haushalt beschließen möchte. Und dort drin sind enthalten, dass wir Fördermittel bekommen, ich sage jetzt mal über 1 Million für eine Sanierung der Schwimmhalle. Und wenn dann, ich sage mal, ein Stadtrat, der vielleicht also auch in dem Schwimmclub sehr aktiv ist, nicht nur er, sondern die ganze Fraktion gegen so einen Haushaltsentwurf stimmt, das verstehe ich also persönlich als Alexander Schulze eben oftmals nicht, ne? Dass man dagegen ist, nur um dagegen zu sein. Das ist eben das, wo ich sicherlich auch noch an mir arbeiten muss, das zu verstehen oder zu akzeptieren. Jetzt gehen wir davon aus, du würdest morgen wiedergewählt werden. Was würdest du in den ersten 100 Tagen deiner Amtszeit anschieben, um zu sagen, das ist jetzt das oberste Ziel, das ist die oberste Prämisse? Ja, ich würde auf jeden Fall die Projekte, die wir haben, fortführen. Und stehen wir vor großen Herausforderungen. Im Schwimmbad geht der nächste Bauabschnitt los. Das Rathaus muss dringend fertiggestellt werden. Wir sind mit den Investoren im Gespräch für die Plastechnik und für die Goldene Aue, wo wir hier also natürlich neues Gewerbe und Arbeitsplätze schaffen wollen. Die Erschließung läuft auf Hochtouren. Wir haben kürzlich im Ausschuss vergeben den zweiten Bauabschnitt für die Erschließungsstraße in das Gewerbegebiet von über 2 Millionen Euro. Und das ist natürlich, es sind Herausforderungen und da kann man sich auch nicht wegducken, ne? Ja. Sondern da muss man, da kann man sich auch nicht wie im Stadtrat enthalten oder dagegen sein gegen die Vorlagen der Verwaltung, sondern da muss man schon auch mal Farbe bekennen. Und da gibt es auch nicht immer ein Netz und doppelten Boden, sondern da ist schon auch immer ein gewisses Risiko dabei, ne? Wie die Finanzierung gestrickt ist, ob das alles so aufgeht und so weiter und so fort. Also es ist nicht ohne. Jetzt mal eine ganz plakative Frage. Warum jetzt als Standardfrage eines Greizer Bürgers, warum sind die Greizer Straßen teilweise sehr gut und teilweise sehr schlecht? Ja, wie gesagt, das Ganze ist eben sehr komplex. Ich kann also auch nicht, also ich muss also auch die Töpfe wirklich unterscheiden, ne, die ich habe. Also ich kann nicht sagen, na, warum habt ihr jetzt das Geld vom Rathaus nicht in die Straßen gesteckt? Erstens habe ich ausgeführt, dass also das Rathaus dringend sanierungsbedürftig war und eben die Städtebaufördermittel in der Altstadt für das Rathaus, die kann ich natürlich nicht einsetzen für den Straßenbau, ne? Und hier ist es eben oftmals so, dass wir eben zur Straßenoberflächenverbesserung, also nicht das Flicken, sondern dass man sagt, okay, wir fräsen jetzt hier ab und wir machen mal die Straße schick. Dafür braucht es Eigenmittel. Und die Eigenmittel sind eben das eigentliche Problem, weil der Haushalt ganz einfach das momentan nicht hergibt.
Wo kommen die Mittel her oder wo könnte man sie beantragen oder? Also wir haben verschiedene Maßnahmen beantragt, haben da im letzten Jahr, also 2023, überhaupt keine Zuteilung bekommen vom Land also für Straßensanierung. Und haben dann im letzten Jahr die Aufnahme bekommen in das Straßenbauprogramm 2024 und konnten da zwei Maßnahmen nach vorn bringen, haben dort entsprechende Fördermittelanträge gestellt bis zum 31.12. und warten jetzt auf den Bescheid. Und das ist eben einmal die Beethovenstraße, also Aufgang Irchwitz, das sind auch immer Gemeinschaftsmaßnahmen, wo eben der Zweckverband TAVEG mitziehen muss, wo die Energieversorgung mitziehen muss. Und ich sage mal, selbst wenn wir dort mal reden über so eine Straßenbausmaßnahme, nehmen wir es doch mal konkret. Angenommen, die kostet 1 Million Euro. Im besten Fall bekommen wir dort 75% Förderung. Das wäre also ein Eigenanteil von roundabout 250.000 Euro, den die Stadt erstmal aufbringen muss. Und dann kommen dazu vielleicht noch nicht förderfähige Kosten von nochmal 250.000 Euro. Also brauche ich für diese eine Straßenbaumaßnahme schon 500.000 Euro Eigenanteil. Und das muss man erstmal haben. Die zweite Maßnahme, die uns in Aussicht gestellt wurde zur Bewilligung, sind die wenigen 100 Meter, was also den Lückenschluss für den Radweg nach Molsdorf-Teich-Wolframsdorf angeht. Da liegt aber der Löwenanteil an der Gemeinde Ja, ja. Molsdorf-Teich-Wolframsdorf. Und dann hätten wir die Anbindung natürlich an den touristischen Werdauer Wald mit dem Greizer Tiergehege in Waldhaus. Also das wäre natürlich wünschenswert, also auch touristisch. Und da sind wir aber in guten Beziehungen mit der Nachbargemeinde. Und da bin ich also auch guter Dinge, dass das wird. Ja. Jetzt höre ich, die Sachen sind sehr komplex. Es ist nicht immer so einfach, wie es manchmal scheint. Geldtopf auf, irgendwo sanieren, fertig, aus Ende und du sitzt auf einem riesengroßen Sack mit Geld, sage ich jetzt mal. Wie würdest du vielleicht Menschen, die das vielleicht auch so nicht ganz verstehen, manchmal die Zusammenhänge, die Komplexe, noch besser einbinden, noch besser erklären, noch besser begeistern für deine Politik? Ich muss sagen, ich habe ja die monatliche Bürgermeistersprechstunde und bin auch sonst in der Stadt oder auf Festen eigentlich immer ansprechbar. Und hier versuche ich schon, die Zusammenhänge deutlich zu machen und erlebe dabei meinem Gegenüber auch immer ein Aha-Erlebnis, weil es eben nicht so einfach ist. Und auf diese ganzen komplexen Fragen gibt es eben also auch nicht die einfache Antwort, ne? Und alles hängt mit allem zusammen. Also ich kann erst auch in dieses Rad, also wenn jetzt einer kommt, ein anderer Kandidat, der sagt, wir müssen jetzt hier das und das anders machen, ne? Dann bedingt das oftmals, dann bekommt das Ganze eine Unwucht, sagen wir es mal so, ne? Und was wir jetzt begonnen haben in diesem Jahr, sind, dass wir eben genau solche Fragen, die du jetzt gerade aufgezeigt hast, dass wir die eben nehmen in unserem Bürgermagazin, wo wir uns also auch sehr, sehr viel Mühe geben, jeden Monat hier wirklich also auch alles transparent darzulegen, dass wir dort also noch eine Rubrik aufgenommen haben, wo wir sagen, Fragen an den Bürgermeister. Und dort werden wir genau diese Dinge behandeln und hoffen da auf mehr Verständnis oder ja, bei den Bürgern. Na, vielleicht noch ein Beispiel, gestatte mir das, was also die Straßenbaumaßnahmen betrifft. Ne? Wir haben also jetzt wieder also auch den Zwang, ne? Dass also, ich sag mal, der Zweckverband TAVEG eben, ich sag mal, in einem Ortsteil Kanalnetz verlegen muss, ne? Dass dann natürlich die Energieversorgung sagt, okay, an der Stelle, wenn der TAVEG in die Straße geht, ne, also das muss man sich dann wirklich vorstellen, in Kanal, dann ist also, ich sage mal, nicht mehr viel von der Straße übrig, dann geht dort die Energieversorgung mit rein. Und wenn wir jetzt als Stadt sagen würden, wir ziehen dort nicht mit einer Baumaßnahme, dann ist, ich sage mal, rechts und links noch ein halber Meter Asphalt und im nächsten, spätestens im übernächsten Winter ist die Straße dahin. Also müssen wir, der TAVEG hat den Zwang, er hat Fördermittel bekommen für diese Maßnahme.
die Energieversorgung muss mitmachen und natürlich müssen wir dann als Stadt möglichst auch mitmachen bei dieser Gemeinschaftsmaßnahme, weil wir sagen, dann stellen wir den Deckenschluss her und dann ist dieser Abschluss erledigt. Ne? Führen das Regenwasser ordentlich und so weiter und so fort. Aber da sind auch schon wieder 200.000 Euro Eigenmittel weg, ne? für solche Sachen, die natürlich dann fehlen, sichtbar in der Innenstadt oder auf der Glossstraße. Glossstraße höre ich immer wieder das Thema. Befriedigt mich auch überhaupt nicht. Ich sag mal, der Straßenzustand dort. Da wird gut durchgerüttelt. Da wird man wirklich gut durchgerüttelt. Aber ich muss das sagen, das sind 8 Ingenieurbauwerke nacheinander. Also das sind eigentlich 8 Brücken dort auf dem Hang bis zum Goetheplatz. Und da ist also mittendrin mal ein Abschnitt, der wirklich gut ist, wo man sich das mal anschauen kann. Und dort drunter ist eben, ich sage jetzt mal, diese ganze Stützkonstruktion. Dort ist also, da sind die Rohre erneuert und Energie und was weiß ich, was ich alles gerade so aufgezählt habe, ist dort passiert. Aber wenn ich jetzt einfach mal sagen würde, Bus, damit es uns nicht mehr durchrüttelt, dann machen wir doch vom Abzweig, also von der Beimler Schule unten, ne? Also von der Schule bis zum Goetheplatz, dann fräsen wir das doch einfach alles mal ab und bringen dort neuen Asphalt auf. Mensch, das muss doch machbar sein. Dann sprechen wir hier über 500.000, 600.000 Euro Eigenmittel, die Stadt eben einfach nicht hat, ja. Ne? Nicht frei verfügbar hat, weil eben also auch allein die Kreis- und Schulumlage, die uns also mit über 10 Millionen belastet, muss also auch aus dem städtischen Haushalt bedient werden. Ne? Ganz simple Frage, wo kommt das Geld für Greiz, was du zur Verfügung hast, grundsätzlich her? Also wir haben also Schlüsselzuweisungen vom Land, ne? Die natürlich viel höher sein müssten, ne? Also Zuweisungen vom Bund ans Land und vom Land an die Stadt, die müssten eben viel üppiger sein, dass wir eben also gerade in puncto Infrastruktur hier wirklich also einen großen Reißer machen könnten und entsprechende Verbesserungen erzielen könnten. Dafür setzen wir uns ein. Ne? Es gibt also auch jährlich dort entsprechende Abfragen und dort machen wir also auch immer mit und zeigen also unseren Bedarf auf. Trotzdem reicht das bei weitem nicht aus, um ich sage jetzt mal so einen befriedigenden Zustand zu erhalten. Also mir wäre es das Liebste, die Kommunen, die Stadt Greiz würde entsprechend Geld erhalten, dass sie entsprechend ausgestattet ist und dass man dann sagt, okay, nach einer eigenen Prioritätenliste gehen wir jetzt vor und gehen unsere Straßen jetzt an und machen hier hintereinander weg. Das wäre mir persönlich das Liebste. Aber nochmal zur Frage, wo bekommen wir unser Geld her? Also zum einen sind es die Schlüsselzuweisungen, zum anderen sind es aber auch Steuereinnahmen, Einnahmen aus der Einkommenssteuer und so weiter und so fort und natürlich Gewerbesteuereinnahmen. Und deshalb brauchen wir eben dringend Gewerbe, also das ist unser Gewerbegebiet, dass dort neue Arbeitsplätze entstehen, sich neue Arbeitgeber ansiedeln und natürlich, dass wir für unsere bestehenden Arbeitgeber entsprechende Rahmenbedingungen haben, damit die sich auch wohlfühlen in Greiz. 2018 war natürlich ein großes Problem. Unweit von hier, der Thüringer Hof, hat eine gesamte Straße abgesperrt oder musste abgesperrt werden, weil Einsturz gefährdet. Viele andere Häuser hier in der Stadt waren sehr marode, sehr heruntergekommen, drohten auf die Straße zu kippen. Bürgersteige mussten gesperrt werden. Ist es teilweise immer noch so? Aber würdest du sagen, Priorität, Schrottimmobilien abgehakt, wir sind da auf einem guten Weg? Oder würdest du sagen, ach, manchmal hätte ich es mir gerne noch schneller, konsequenter? Weil oftmals ist es so, die Bevölkerung sagt, das dauert immer alles viel zu lang. Einfach mit dem Bagger herkommen, wegreißen und gut ist. Ja, das ist natürlich ein schönes Beispiel. Ich erinnere mich noch gut an den ersten Neustadtrundgang, den ich mitgemacht habe mit dem Neustadtverein 2018, wo wir an dem Thüringer Hof standen und alle gesagt haben, wie geht's hier weiter? Und ich habe, glaube ich, irgendwas versprochen und so. Den reißen wir weg. Ne? Da steht dann nach meiner Amtszeit eben nicht mehr. Und dann sind wir dort wirklich massiv dran geblieben an dem Gebäude. Das war natürlich, ich sag mal, das hat natürlich kein Greizer im Besitz gehabt, sondern ich kann mich erinnern, eine Firma aus Berlin. Wir haben dort entsprechende Maßnahmen eingeleitet, dann auf meine Veranlassung hin.
Und ich kann mich an den Telefonat dann mit dem Inhaber noch, Ich war dabei. genau, an den Inhaber Ja. noch erinnern, wo der uns suggeriert hat, er will demnächst dort Ferienwohnung einbauen, wo ich dachte, ich fall vom Stuhl. Ne? Und habe ihn dann darauf hingewiesen, wie lange doch die Stadt dort schon mit Einschränkungen zu kämpfen hat. Ich erinnere mich noch an diesen Holztunnel, ne? Ja. An die Vollsperrung. Dann waren wir damals, glaube ich, auch zusammen in dem Bioladen gewesen Ja. bei der Dame, die natürlich auch gesagt hat, um Gottes Willen, das sind hier ganz schlechte Bedingungen für mich. Und wie gesagt, wir sind dort dran geblieben, gemeinsam mit der GfD, damals also auch mit Frank Böttger von dran, haben wir das geschafft, aber auch gemeinsam mit dem Landratsamt, weil also hier hat, ich sag mal, das Nachbargrundstück war also auch betroffen gewesen, wo der Besitzer nur wiederum aus England war. Also das waren alles Dinge, die dort also geklärt werden mussten. Und dann im Zuge einer Zwangsvollstreckung sind wir in das Eigentum gekommen. Da bin ich also auch dankbar. Damals also auch die Ausschüsse bzw. der Stadtrat sind also dem auch gefolgt. Und das war also wirklich eine tolle Sache, wo wir damals dann das erste Mal die Türen aufgesperrt haben, nach 30 Jahren. Ne? Und wie es da drin aussah, die Wände durchgebrochen, die Decken durchgebrochen. Also eine absolute Katastrophe. Und da bin ich also auch stolz drauf, dass wir das geschafft haben, dass wir diesen städtebaulichen Missstand also an der Stelle beseitigt haben. Und jetzt soll es dort losgehen, also mit einer Zwischenbegrünung ab Juni. Also die Submission, die Auftragsvergabe ist bereits erfolgt. Und ab Juni soll also hier eine Freifläche, eine Neuordnung entstehen. Das ist eben erforderlich, weil wir eben für den Abriss des Thüringer Hofes tatsächlich auch Fördermittel erhalten haben. Und ich sage jetzt mal, da reden wir also auch deutlich sechsstellig. Und das wäre ja schlimm, wenn wir die zurückzahlen müssten. Und deshalb muss jetzt erstmal diese Zwischenbegrünung her. Parallel dazu sind wir natürlich dran, dieses Areal entsprechend zu vermarkten. Da sieht man, da hat die Zusammenarbeit mit dem Stadtrat doch ganz gut funktioniert, weil alle Stadträte sicherlich gesehen haben, hier muss gehandelt werden. Kommen wir mal zu den negativen Punkten nochmal zurück. Ich muss mal sagen, das ist ja auch so ein Phänomen. Ne? Es gibt ja für alle Entscheidungen, also es gibt ja entsprechende Verwaltungsvorlagen. Das kann auch auf Ideen basieren von Fraktionen, je nachdem. Ne? Aber natürlich oftmals sind es eben die Zwänge auch der Verwaltung oder die Dinge, die einfach gemacht werden muss, weil gar kein riesen finanzieller Spielraum da ist. Aber wenn er dann schon mal da ist, dann muss ich sagen, gibt es ja immer vorberatende Ausschüsse. Ne? Also es gibt immer eine Sitzungsfolge. Und das Interessante daran ist oftmals, dass es also gerade in den Ausschüssen, also wo die Fachleute mit da sind, wo man sagt, okay, jetzt kann ich hier meine Fragen stellen, hier kann ich heiß diskutieren. Ne? Dort findet es oftmals gar nicht statt von Einzelnen, ne? Sondern man wartet, bis man die große Bühne hat im Stadtrat, um dann, ich sag mal, mit völlig anderer Meinung auf einmal herauszuplauzen. Und das ist halt oft, macht es oftmals nicht einfacher. Ja. Ne? Und vielleicht auch das Bild des Stadtrats, dass man sagt, dass das eine Einheit bildet, das lässt das sicherlich auch Ja. vermissen. Ja, also was ich finde, woran ein Kreiz es schon lange krankt, ist, dass immer dieses Parteikarteldenken immer noch vorherrscht bei vielen. So nach dem Motto, wir haben die tollen Ideen, alle anderen haben keine guten Ideen. Das ist ja niemandem vorbehalten, zu sagen, ich habe eine gute Idee und die können wir mit rüberbringen. Aber genau solche Verhaltensweisen, dass das dann auf der öffentlichen Bühne, wenn die Zeitung dabei ist, wenn man sich ein bisschen produzieren kann, dann so dargestellt wird, als wären wir hier im Bundestag bei so einer Rede, finde ich, macht halt dieses schlechte Bild vom Stadtrat aus. Und das sollte vielleicht auch auf Wunsch von vielen Fraktionen, ist es natürlich so, die wollen das gerne noch digital, am besten live übertragen haben. Und dann ist aber mein Eindruck eher, das würde noch ein viel schlechteres Bild auf den Stadtrat werfen. Und ich denke, im neuen Rathaus, wenn da mal Bürger kommen und schauen sich das doch wirklich mal mit an, es ist nicht besonders sehenswert, weil man das oft auch gar nicht versteht, was da gerade abgestimmt wird. Das ist auch so ein Kritikpunkt, den viele bringen, wo sie sagen, ja, was wird da unten eigentlich gesagt, was wird da eigentlich gemacht? Würde man das in Zukunft vielleicht auch digitaler gestalten können?
Also wir haben dort ja schon begonnen, indem wir gesagt haben, ich meine, jetzt seit 2 Jahren habe ich das eingeführt, dass wir gesagt haben, also auf die Tagesordnung ist auf jeden Fall auf unserer Internetseite, ne, dass man die Beschlüsse auch nachvollziehen kann, dass man vielleicht also auch die Tagesordnung entsprechend ja, an der Wand hat, ne, dass jeder das also auch die Beschlussfolge nachvollziehen kann. Und das sind also, ich sag mal, erste Maßnahmen. Ja, mit der Übertragung, das ist immer wieder mein Thema, ne? Momentan, also die jetzige Hauptsatzung oder Geschäftsordnung des Stadtrates gibt das nicht her, ne? Und wenn das der Stadtrat wirklich möchte, dann braucht es eben wirklich also auch von jedem Einzelnen im Stadtrat, von jedem Einzelnen in der Verwaltung, die also hier entsprechend auftreten, eine entsprechende, ja, Datenschutzerklärung, dass die damit einverstanden sind. Und da muss ich sagen, da haben wir uns entsprechende, ja, ich sag mal, Expertise geholt, also auch bei der Kommunalaufsicht. Und das ist gar nicht so einfach. Okay, kommen wir zur Frage, was ärgert dich am Job des Bürgermeisters am meisten? Ja, ich würde mir schon wünschen, wenn man sagt, wir kriegen als Verwaltung jetzt einen entsprechenden Haushalt zum Beispiel hin, ne, dass wir sagen, okay, wir haben unsere Schwerpunkte festgelegt oder müssen eben Maßnahmen, die wir begonnen haben, fortführen. Für viel mehr ist kein Platz. Oder dass man dann sagt, okay, warum können wir dann nicht mal sagen, wir sind uns alle einig, ne, oder wir stimmen vielleicht auch unterschiedlich. Also ich sage mal, das ist, was mich oftmals eben, ja, verwundert, wenn man sagt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel diesen wunderbaren Kamin sehe, ne? Wenn man sagt, da sind wir uns alle einig, wir zwei und die ganzen Kameraleute und Beleuchter hier in diesem Raum, ne? Wenn wir sagen, der ist doch schwarz und das Feuer ist schön, ne? Warum muss ich da, bloß weil ich Opposition sein will, dagegen sein? Also ich denke, sowas gehört ins Land und gehört vielleicht das auch vielleicht in den Bundestag, aber Auf die hier. große Bühne. Aber hier bei uns in Greiz, wo es doch wirklich um konkrete Projekte geht, die wir finanzieren wollen oder die wir umsetzen wollen, meistens für Kinder, also für Spielplätze oder für Kindertagesstätten, beziehungsweise Schrottimmobilien, Straßenbau und so weiter und so fort, kann man sich auch mal einig sein. So, und zwar 10 schnelle Fragen. Kaffee oder Tee? Kaffee. Kaffee, okay. Verwalten oder gestalten? Gestalten. War früher alles besser? Nein. Roster oder Mutzbraten? Roster und Mutzbraten. Und Mutzbraten, okay, jetzt wird's schwierig. Dein Lieblingsplatz in Greiz? Schon mehr Roster als Mutzbraten. Okay. Dein Lieblingsplatz in Greiz? Ja, schon mittlerweile, also der Greizer Park und sicherlich also auch das obere Schloss. Volle Haare oder volle Stadtkasse? Volle Stadtkasse. Okay. Wenn du morgen 50 Millionen Euro für Greiz und seine Ortsteile zur Verfügung hättest, was würdest du als erstes damit machen? Ja, ich würde investieren in die Infrastruktur, das, was sich alle wünschen und was ich mir natürlich genauso wünsche wie jeder Greizer. Zeit mit der Familie oder Zeit für dich allein? Zeit mit der Familie. Unbequeme Wahrheit sagen oder schön formulierte, ausweichende Antwort? Ja, oftmals gibt es eben auf die komplizierten Fragen keine einfachen Antworten und deshalb neige ich leider dazu, ab und zu doch schon mal auszuschweifen. Mit welchen drei Worten würdest du dich selbst beschreiben? Ja, tatkräftig, mutig, schon entschlossen. Warum hast du mir das nicht vorher mal gegeben? Das ist ja das Schöne, Was weil denn? du das sollst ja genau so reagieren, wie du wirklich bist. Und wenn ich dir die Fragen vorher gebe, dann wird es nur so formformulierter Quatsch. Na? Greizer Park, Oberes Schloss, meine Lieblingsplätze. Oh, nicht schlecht. Was wäre, wenn du morgen nicht gewählt wirst? Ja, dann, also wie gesagt, ich habe dieses Amt 6 Jahre ausgeübt und bin da auch voller Demut, ja, erster Bürger sozusagen der Stadt Greiz gewesen zu sein.
Und das war mir eine große Ehre. Ich habe mich mit voller Kraft eingesetzt. Ich sage mal, die einen oder anderen sehen es auch, dass ich hier wirklich also alles gegeben habe und würde das eben sehr, sehr gern weiterführen. Wenn es an dem nicht sein sollte, dann würde ich, denke ich mal, den Plan B dann wählen. Der Plan B. Der Plan B wäre sicherlich, dass ich zu meinem alten Arbeitgeber zurückkehre. Okay. Was würdest du deinen Kontrahenten, sage ich mal, die jetzt vielleicht auch manchmal sehr persönliche Angriffe gestartet haben, auf den Weg mitgeben? Wissen sie, auf was sie sich eingelassen haben, was der Job des Bürgermeisters ist und was ihn ausfüllt? Ich glaube, meine größten Kontrahenten, wenn man das mal so benennen möchte, oder Kritiker, diese Art und Weise, wie hier manchmal also auch in der ganzen Legislatur oder insbesondere im Wahlkampf vorgegangen wurde, ich muss sagen, ich bin nicht so, ich würde Ihnen, will Ihnen das auch nicht wünschen, dass Ihnen das selber widerfährt, aber Sie sollten sich vielleicht halt mal hinterfragen, was Sie machen würden, oder wie Sie reagieren würden, wenn Sie selbst diese Angriffe täglich bekämen, vielleicht also auch Ihre Familien, ob Sie das dann immer gut finden würden. Danke für deine Zeit. Was möchtest du den Kreizerinnen und Kreizern noch auf den Weg mitgeben für morgen? Ja, der Kreizer neigt halt immer mal zu meckern. Ne? Das betrifft mich ja selber auch. Ja, wir schauen immer gern, dass es woanders vermeintlich besser ist, in einer anderen Stadt. Das ist ja auch nicht schlimm, wenn man sagt, okay, wir schauen natürlich auch ganz gern mal in andere Städte, wo was gut läuft. Also ich nenne das Lernen von den Besten. Das ist also auch kein Thema, ist auch völlig legitim. Aber ich muss schmunzeln, also ich war in letzter Zeit oftmals in Reichenbach gewesen. Wir arbeiten also auch mit den umliegenden Kommunen sehr, sehr gut zusammen. Aber auch habe letztens dort ja, Geschäftsleute getroffen. Und die haben mir nur wieder gespiegelt, wie toll doch alles in Greiz läuft, ne? Was wir alles haben mit unserer Vogtlandhalle, mit unserem Schwimmbad, mit unserem sanierten Schwimmbad, mit unserem Freibad. Aber auch mit unserer Eisbahn und wie wir das alles Tolles hinkriegen und empfinden das eben bei sich ganz anders. Und der Kreizer schaut vielleicht nach Reichenbach und sagt, dort wäre vermeintlich alles besser. Ja, also manchmal auch einfach stolz darauf zu sein, was wir hier in Greiz haben und das Stolz auch nach sein, außen tragen. stolz sein, Ja. sich vielleicht also auf die Stärken besinnen. Und ich sehe das sehr oft, ich bekomme oder wir bekommen als Stadt ja oftmals Gäste auch von außerhalb, die also unsere Innenstadt loben und ja, ich sag mal, wahrscheinlich eines der schönsten Komplimente ist noch Klein Salzburg, was man so ab und zu mal hört. Oder wir hatten es vorhin angesprochen mit dem Thema Körperwelten, mit den 120.000 Besuchern, die dann in unsere Stadt kamen und schwärmen ja von dem Jugendstil-Ensemble um die Greizer Altstadt und ja, genau. Ja, dann wünsche ich dir morgen viel Erfolg bei der Wahl und deine letzten Worte an die Kreizer in diese Kamera, bitte. Ja, liebe Greizer, wir haben alles gegeben. Wir haben, denke ich mal, alle Kandidaten haben ihr Programm darstellen können, ob es bei den Foren war oder in den einzelnen Programmen, was vielleicht also auch in die Haushalte ging. Ich würde mich freuen über Ihre Stimme, aber auf jeden Fall wäre es wichtig, dass Sie überhaupt wählen gehen. Vielen Dank. Alexander, mach's gut und Okay, bis vielen zum Dank, nächsten ne? Mal. Wiedersehen. Sind durch. Kannst Publikum klatschen.